Moa. Haben wir jetzt ein bisschen Zeit, dass wir drücken können und dann rein? Ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt. Oh. Ach, Wahnsinn. Ich glaube, das mit dem Schließen ist tatsächlich... Obwohl doch, das sind mehrere Teile. Ich dachte, das wären Texturen, die dann einfach durchgetauscht werden. Die verschließenden Geschlossenheitsgrade hier. Ach, guck mal, hier sind wir in dem Teil, wo Gegner sind. Okay, wo Gegner waren. Die haben Schrot für uns, Schrotmuni. Aber leider haben wir uns ziemlich zugesetzt. Aha. Ja, lieber zusetzen als übersetzen, ne? Ist die Frage, aha, was wir denn jetzt eigentlich davon haben, außer dass wir halt die Munition kriegen und Leben verloren haben. Ich hau mir nochmal ein halbes Medipack rein. Hier sind die ganzen Bretter, die natürlich aus 10 Meter Höhe fallen und natürlich alle gleich angeordnet sind. Ist ja logisch. Da kann man raus, hier können wir noch den anderen benutzen. Bei da unten, das schwimmt da irgendwas drin rum. Oder waren wir da sogar schon? So, schlupps. Oder fährt der andere jetzt einfach nur wieder hoch? Der fährt einfach nur wieder hoch. Aber vielleicht ist hier drunter ja noch was. Waren wir da schon? Wir waren da drinnen, glaube ich. Genau, hier waren wir drinnen. Na, hängen die nicht da fest? Wo sind wir hier denn jetzt? Waren wir hier schon? Hier ist ein Schalter. Sollen wir hier denn überhaupt hin? Da öffnet sich das. Vielleicht sollten wir eine Luft holen mal eben. Bevor wir hier uns noch weiter verirren. Weil es ist gerade so spannend. Und hier findet man genau gar nichts. Zumindest nicht auf die Schnelle. Das heißt, ich werde mal eben Luft holen. Wir können jetzt wahrscheinlich hier raus... Ach, okay, hier waren wir schon tatsächlich. Hier waren die Ratten. Ah, genau. Alles klar. Wunderbar, das heißt, wir gehen einfach mal hier zurück. Da in der Ecke ist nichts. Dann geht es hier die Treppe hoch. Was anderes bliebe uns denn erstmal nicht übrig, außer halt wieder rauszugehen. Aber es wäre ja auch... Quatsch, was sollten wir denn da? Jetzt sind wir unter dem anderen Raum hinter der Bühne, okay. Und was finden wir hier noch? Wir finden... Was ist denn? Aha. Eine Platine? Wo brauchen wir denn hier eine Platine? Oder ist die Schaltkreis... Nur mit den richtig dicken ICs und sowas drauf. Brauchen wir die ganz oben, ganz am Anfang oben? Oder wo... Da, wo wir reingekommen sind? Auf jeden Fall... Na, wie gesagt, alles sehr verwinkelt hier. Finde ich gerade mal ziemlich... stark eigentlich, sich sowas auszudenken, dass es alles auch noch irgendwie sinnvoll aussieht und ineinander reinfasst, ist schon nicht schlecht. So, aber genug der Feierei hier. Achso, ich wollte gerade sagen, hier kommen wir nicht raus, aber das stimmt gar nicht. Kommen wir hier echt, hallo, kannst du dich doch mal festhalten, Mädel? Da kann man sich doch wohl aus dem Wasser ziehen. Aber anscheinend sie nicht. Nein, natürlich nicht. Dann nicht. Dann gehen wir den anderen Weg da hinaus. Joa, wenn es hier sonst nichts zu machen gibt, dann gehen wir halt hier lang. Kommen wir allerdings nicht raus. Müssen wir den ganzen Weg hier wieder zurückspringen. Aha. Gut, dann da unten waren wir auch schon. Wir haben jetzt Schaltkreise. Okay. Vielleicht müssen wir uns da in besondere Gebiete begeben mit seltsamen Personen. Das sind mit den sogenannten Schaltkreisen. Um nicht zu sagen Schaltkreisen, das sind dann so leicht die älteren Versionen davon. Das sind dann Platinen mit Bart. Sitzen dann auf einer Parkbank und füttern Enten. Gut. Haben wir hier auf der Rückseite noch was gehabt, außer einer schönen vertiefelten Wand? Nein, haben wir nicht. Aber wie kommen wir denn tatsächlich da hinten hin? Genau, ich wollte nochmal versuchen, ob ich hier nicht an der... Genau, in diesem Räumchen hier nochmal weiterkomme. Ich speichere schon wieder ab.
Geht ja schnell, ne? Also nicht, dass wir das jetzt hier wieder alles nochmal ablaufen müssen. Weil sowas passiert. Wie komme ich denn da ran? Soll ich mich hier an die Seite stellen und dann darüber springen? Mich festhalten, hochhangeln? Ja, ein bisschen albern. Es war auch zu weit weg. Ich habe die Decke nicht mit einberechnet. Aber schöne Säule. Sieht sehr säulig aus. So soll es sein. So, hier geht's rein. Ist das etwa hier? Ach, guck mal. Ach so. Das ist hier der Weg, wo wir ganz am Anfang waren. Ich bin mal gespannt. Ich mach mal das oben wieder auf. So, genau, dass wir da rein können. Wahrscheinlich müssten da oben in die Tafel dann die Schaltkreise ran. Okay. Ich verstehe. Wenn auch sonst wenig in dieses in diesem Bereich fällt, kann ich hier sagen, ich verstehe. Ich würde dann einmal fast schon mal den Schalter hier wieder umdrehen, weil das haben wir jetzt aktiviert, ohne dass wir irgendwas eine Funktion erfahren haben. Deswegen mache ich das mal wieder hier ran. So, Schaltkreise haben wir. Ich bin sehr gespannt, was passiert. Vielleicht hebt sich dann die Bühne an. Und wir kommen tatsächlich in den Bereich, wo wir gerade schon hineingeflutscht sind, versehentlich. Oder halt, was heißt versehentlich? Ach, guck mal an. Da hat sich das geöffnet. Da sind wir da tatsächlich hin. Oder da können wir jetzt offiziell auch dahin, wo wir vorhin tatsächlich schon uns leicht angeschlichen haben. Ist ja gut, dass ich da jetzt nochmal zurückgekehrt bin. Aber ist ja lustig, dass es auch bei aller Durchdachtheit hier noch so leichte Möglichkeiten gibt, wie man schummeln kann auf offiziellem Wege. Es gibt ja auch Cheats für das Spiel. Allerdings glaube ich nur zwei Stück. Einmal, ich glaube, unverwundbar und volle Munition und sowas. Das sind, glaube ich, die zwei Sachen, die funktionieren. Gibt man dann einen darüber, nicht, dass man halt irgendein Wort eintippt oder irgendwo was einfach anstellt, sondern man muss sich mit den Richtungstasten und Sprungtasten und allem in bestimmten Mustern bewegen, damit das aktiviert wird. Und ich muss auch zugeben, wir hatten damals den dritten Teil, glaube ich, oder wir hatten den zweiten Teil als Demo und den dritten Teil haben wir komplett als Vollversion gehabt. Und ja, weil wir halt noch nicht ganz so alt waren, mussten wir dann auch teilweise mit Cheats spielen oder haben wir gerne mal gemacht, ne? Gerne mal mit dem Raketenwerfer dann rumgerannt im dritten Teil. War schon ganz lustig, also so ist ja nicht. Aber wenn man es dann auf ehrlichem Weg hier nochmal versucht, ist es natürlich noch etwas anderes und macht irgendwie auch mehr Spaß. Die Herausforderung ist halt eine andere. Wir können direkt ins Wasser springen, ne? Ja, ich hoffe mal, das klappt. Und natürlich schon wieder ist ein neuer Kollege, wartet auf uns und schießt uns gleich ab. Natürlich, natürlich, genau. Ich glaube, es geht los. Ist zu weit weg. Guck mal, der glitscht ein bisschen rum. Fall um. Ist zu weit weg. Gibt es hier noch einen anderen Weg, wie man da rumkommt? Oder muss man da tatsächlich so springen, wie wir es vorhin schon getan haben? Auch die Laufanimationen sind wirklich wunderbar. Einmal so starks. Wie so ein Storch im Salat halt. So. Da sehen wir auch wieder das Symbol von dem Dolch, von der Tür des Dolches, von der Kammer. Und, okay. Wie viele wollen eigentlich noch runterfallen? Wahrscheinlich genau, wenn ich es jetzt aufhebe, dann fällt noch der letzte hier runter. Ich speichere mal, weil das so ein lustiger Trendsport geworden ist. So. Und Trendsport ist was anderes als Trennkost, um es mal erwähnt zu haben. So, jetzt kommen wir hier. Wir hätten eigentlich oben direkt schon bleiben können. Ha. Boah, was hier denn los? Pam! Noch jemand? Ei, meine Güte, was ist hier denn los? Um es nochmal gesagt zu haben. Kommt man da rein? Zwei Schlägertypen und ein Hund. Nee, finde ich nicht gut. Die haben sich bestimmt abgesprochen. Voll ungerecht.
Voll die Fieslinge. So, und überall die Kisten. Ist die Frage, wie wir das genau hochkommen. Wir waren ja schon da vorne gerade auf der anderen Seite. Nee, hier haben wir geschummelt. Geschummelt. So, jetzt aber hier mal, ne, weiter zurück. Weiter zurück vor allem. Gut, die Wegfindung hier ist jetzt nicht sonderlich schwierig. Aber man kann ja gucken, ob hier noch irgendwelches verstecktes Zeug ist. Irgendwelche Munition, die in der Gegend liegt. In den hintersten Kisten hier. Sieht aber gerade mal nicht so aus, tatsächlich. Oh, nö. Das war ja der einzige Raum, ne? Der einzige Weg, der hier lang führte. So, machen wir das mal so. Hoch mit dir. Einmal hier eine scharfe Kurve. Weil mit scharfen Kurven, ne? Und so hatten wir ja schon. Kennt sie sich ja aus. Oder mit scharfen Kanten vielmehr. So, hier ging es hinunter. Wo auch immer genau hin? Ich glaube, da müssen wir dann sogar hin. Weil wirklich gewonnen haben wir jetzt hier noch nichts. Wobei, hier gewinnen wir auch genau gar nichts. Wo sollen wir denn hin? Übersehe ich jetzt doch noch was hier? Hallo? Das ist so, glaube ich, nicht ganz richtig, was wir hier jetzt gemacht haben, oder? Das sieht aber... kann man hier irgendeine Kiste verschieben? Dass man dann weiterkommt oder so? Ne, die sind alle viel zu hoch, hier die Teile. Ich guck nochmal hier unten, was denn hier los ist, oder? Ich guck nochmal hier eben. Ne, das ist kein Schalter, das sah gerade nur so seltsam aus. Hier kommt man nicht runter. Ach so, hier an der Seite ist ein geöffnet. Ach, da waren wir ja schon vorher, stimmt ja. Trotzdem frage ich mich, was denn hier hinter eigentlich ist, oder ob das hier nur die Tür ist, dass man in diesen Raum hier rein kann. Hätte man eigentlich vorhin von der anderen Seite aus sehen können. Habe ich aber gerade mal nicht darauf geachtet oder nicht geschnallt, dass das ja da direkt neben ist. Gut, dann müssen wir nochmal in den anderen Raum schauen. Ich meine, da kommen wir ja bestimmt nicht ohne Grund rein und werden angegriffen oder aufgehalten. Oder versucht aufzuhalten von so vielen Leuten hier. Dann schauen wir uns nochmal genauer um. Das wäre auch, glaube ich, zu einfach gewesen, wenn man hier einfach nur hochspringen müsste. Nee, hier ist nichts. Entweder muss man irgendwas öffnen oder mitnehmen. Oder wegschieben. Hier ist aber auch überall nichts. Oh, genau. Rennen gegen die Wand. Oh, normal. Batz. Oh, schön. Machst du gut. Nee, 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 nee. Ah, hier ist der Übeltäter. Glaube ich. Na. Aha, ne, siehst du mal. War meine Vermutung doch ganz richtig. Einer muss noch raus. Jo. Ob das so rückengerecht ist, was sie da macht, weiß ich nicht. Ich meine, ne, sie ist ja ihr Ding. Was sie denn so hier mit ihrem Körper macht. Geht mich ja nichts an. Ist ja nicht meiner. So, hier ist ein Schalter, der irgendwas macht wahrscheinlich. Der Geräusche macht. Vielleicht ist das ein Soundschalter. Keine Ahnung, was jetzt passiert ist. Ich gucke, ob man hier irgendwas sehen kann. Ob da hier gleich neue Bösewichte angetingelt kommen. Oder ob sich da irgendwas... Es klang, als ob da irgendwas bei der Bühne verschoben worden wäre. Genau so sollte es nicht sein. Ah, das war gut. Wahrscheinlich da oben, wo wir sowieso dann hier hinkommen können. Sonst wäre das ziemlich sinnlos. War die Lampe dann? Ach nee, die war doch hier da schon die ganze Zeit. Also das wäre sinnlos gewesen, wenn man die Lampe verschieben könnte.
Ist es wieder runtergefahren? Was haben wir davon? Außer, dass wir da jetzt zum Balkon hinkommen können. Konnten wir da vorher nicht hin? Hier ist noch jemand. Konnten wir hier vor. Wo war das mit hochgefahren hier, das Teil? Diese Ebene? Oder wie war das? Kann ich den unten abschießen? Falls wir da nochmal runter sollten. Ich meine, das sieht schon so aus. Okay, ist zu weit weg. Dann nicht. Ich glaube, ich muss hier runter. Ich speichere mal eben ganz fix den nächsten Speicherstand.